Lorelei sieht Fitz. Sie erinnert sich daran, dass sein Urgroßvater ihre Familie getötet hat. Meine Familie! Wir haben uns entschieden, dass alle Nixen gehen müssen. Ich werde alle Nixen im Wasser überfahren. Beginnen wir mit der Lorelei. Siehst du, wie sie sterben. Ich liebe es. Wasser zu verschmutzen und wilde Tiere zu töten. Zurück, Fritz. Du hast ein paar vermisst. Der Kapitän und der Steuermann töten die Nixen und verschmutzen den Fluss. Es gab damals eine Reihe von Nixen im Fluss, aber dann kam es zur Industrialisierung und die Menschen fingen an, mit Booten zu fahren und die Verschmutzung in den Fluss zu werfen. Die Leute holen sie nicht. Dann sterben viele Nixen und Lorelei wird eine Zombie-Nixe. Die industrielle Revolution und ihre Folgen waren eine Weltkatastrophe. Die Menschen haben unser Wasser ruiniert und bringen uns um. Nein! Siehst du, was sie tun? Der Mann winkt nach Lorelei. Komm, du bist sehr spät. Es ist Zeit für deine Therapie. Nein, ich muss Fritz finden und ihn töten. Nein, das magst du aber nicht. Jetzt kommst du mit mir und legst dich hin. Ich denke, dass du krank bist. Oder verrückt. Nein, ich muss meine Leute rächen. Lorelei beginnt wegzulaufen. Der Mann reicht in seiner Mappe vor einer Zwangsjacke und rennt zu Lorelei. Er greift Lorelei und sieht ihr die Zwangsjacke an. Nein, 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 lass mich gehen. Du musst mit mir kommen. Ich bin mit der FBI und meine Aufgabe ist, dich zu töten. Du bist wirklich und gefährlich. Ah, nein! Aber es ist zu spät. Lorelei isst den Mann und er stirbt. Die Lorelei.